Seit Jahren führen westliche Geheimdienste einen verborgenen Krieg gegen Al-Qaida. Die tödlichste und raffinierteste Terrororganisation, die es je gab. Now the time has come for you to be destroyed. Seit dem 11. September hat der Westen dabei zu neuen, zum Teil menschenverachtenden Mitteln gegriffen. Drohnenangriffe, Geheimgefängnisse und Folter. Die Leute waren verzweifelt. Das Weiße Haus wollte Ergebnisse und die CIA musste sie beschaffen, egal wie. Wie viel ist ein Menschenleben wert und welchen Wert hat eine Information, die ein Menschenleben rettet? Seit 40 Jahren berichte ich über Terrorismus. Noch nie hat sich der Westen so bedroht gefühlt und mit solcher Härte zurückgeschlagen wie jetzt. Aber hat dieser geheime Krieg unser Leben sicherer gemacht? Wir haben unsere eigenen Werte verraten. Scheinheiligkeit erzeugt Hass. Und ich befürchte, dass sich dieser Hass auf der ganzen Welt ausgebreitet hat. Wir sprechen mit Geheimdienstchefs, die normalerweise im Hintergrund bleiben. In ihrem ersten Fernsehinterview legt die frühere Chefin des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5 das Ausmaß der Bedrohung offen. Wir haben uns nie mit nur einem einzelnen Anschlagsplan beschäftigt. Es gab immer Dutzende Bedrohungen gleichzeitig. Der frühere CIA-Chef ist überzeugt, dass die harten Maßnahmen berechtigt waren. Wir waren im Krieg und unser Land wird noch heute bedroht. Ich richte nicht über diejenigen, die vor weitaus schwereren Entscheidungen standen als ich. Aber was wusste der britische Geheimdienst über die Misshandlungen von Gefangenen im Ausland? Vielleicht wollten sie ja, dass wir weitermachten. Womit auch immer. Es gab eine stumme Billigung unserer Methoden. Wie ernst ist die Bedrohung heute, 10 Jahre nach dem 11. September? Ich wäre sehr überrascht, wenn es nicht heute auch Pläne von ähnlicher Dimension geben würde. Es gibt noch viele, die Anschläge auf uns planen. Und solange sie nicht ausgeschaltet sind, besteht diese Bedrohung weiter. Ich spürte den Einschlag. Die Decke stürzte ein und der Geruch von Kerosin lag in der Luft. Ich fragte mich, ob ich jetzt sterben würde. Diane DeFontes saß an ihrem Schreibtisch im 89. Stock des Nordturms des World Trade Centers, als das erste Flugzeug einschlug, nur 4 Stockwerke über ihr. Sie konnte entkommen. Aber an diesem Tag starben fast 3000 Menschen in den USA. Sowas könnte wieder passieren. Es gibt da draußen noch immer Menschen, die uns Böses wollen. Ob wir sicher sind? Ich glaube nicht. Am 11. September begann Präsident Bushs sogenannter Krieg gegen den Terror. Seit dem 11. September sind wir im Krieg. Darüber sind sich hier alle einig. Am nächsten Tag flog die Chefin des MI5, Eliza Manningham Baller, nach Washington. Wir flogen über New York. Kein anderes Flugzeug war in der Luft. Und ich dachte an die vielen menschlichen Tragödien, die sich unter den Wolken abspielten. Doch dann konzentrierte ich mich darauf, wie unser Geheimdienst reagieren musste, auf die Pflichten, die wir hatten. Wie der MI5 waren auch die US-Geheimdienste vom Ausmaß des Angriffs völlig überrascht. Wir haben das nicht kommen sehen und hatten auch keinerlei Geheimdienstinformationen darüber. Unsere große Sorge war, dass eine zweite Aktion folgen würde. Also haben wir versucht zu begreifen, wer oder was uns da bedroht, wer die Hintermänner sind und wie wir sie aufhalten können, um einen weiteren Anschlag zu verhindern. Ground Zero ist der größte Tatort in der Geschichte der USA. Aber das Ziel war nicht, die Terroristen vor Gericht zu stellen, sondern sie auszulöschen.
Der 11. September führte zu einem geheimen Krieg gegen Al-Qaida. Und er stellte das westliche Bekenntnis zu den Menschenrechten auf eine ernste Probe. Nur 3 Monate nach dem 11. September wurde erneut deutlich, wie aktuell die Bedrohung war. Ein Sprengsatz, versteckt in einem Schuh, hätte fast eine Transatlantikmaschine zerstört. Wie durch ein Wunder explodierte er nicht. Der Attentäter war Richard Reed, ein zum Islam konvertierter Brite mit Al-Qaida-Ausbildung. Wie schon am 11. September wurden die Geheimdienste kalt erwischt. Der Anschlag machte uns klar, dass hier ein Brite war, der die Ziele von Al-Qaida unterstützte, der eine radikale Moschee besuchte und in Afghanistan war. Und ab da schauten wir mit Argusaugen auf Leute, die reisten und in diesen Camps waren. Die Jagd nach Osama bin Laden und seinem Führungsstab bekam oberste Priorität. 6 Monate nach dem 11. September konnte Amerika einen ersten Sieg im Geheimkrieg gegen den Terror vermelden. In Pakistan wurde ein Mann gefangen, den man für einen der wichtigsten Stellvertreter von Osama bin Laden hielt, Abu Zubaydah. He was spending a lot of time plotting and planning murder. He's not plotting and he's not planning anymore. Die Vernehmung von Abu Zubaydah warf eine schwierige Frage auf. Wie weit sollte die US-Regierung gehen, um an Informationen zu kommen, die Leben retten könnten? Damit hatten wir der Schlange vielleicht den Kopf abgeschlagen. Das war fantastisch. Einer der Hauptplaner war ausgeschaltet. In seinem Versteck fand man eine wahre Schatztruhe von Dokumenten. Sie belegten, dass Abu Zubaydah die Trainingslager in Afghanistan koordinierte und die Namen von fast allen Dschihadisten kannte, die dort ausgebildet wurden. Er hatte ohne Zweifel Verbindung zu den Top-Leuten von Al-Qaida und war stark in ihre operative Planung und die Trainingsprogramme involviert. Die CIA flog Abu Zubaydah in ein Geheimgefängnis, vermutlich in Thailand. Bei seiner Verhaftung war Zubaydah von mehreren Schüssen getroffen worden. Er war lebensgefährlich verletzt und musste dringend behandelt werden. Die einzigen Verhörspezialisten in dem Geheimgefängnis waren ein muslimischer FBI-Agent und sein Kollege. Sie glaubten, dass sie ihn in einem normalen Polizeiverhör zum Sprechen bringen könnten, ohne Zwang anzuwenden. Hier beschreiben sie erstmals im Fernsehen, was damals geschah. Es war klar, dass Zubaydah nicht sterben durfte. Doch dann verschlechterte sich sein Zustand und sein Darm entleerte sich. Also nahm ich ein Handtuch und machte ihn sauber. Das schien mir einfach angebracht, allein aus menschlicher Sicht. Und er kriegte das mit. Ich hielt seine Hand, beruhigte ihn und sagte, wir werden uns um dich kümmern. Wir lassen dich nicht sterben. Das war ein surrealer Moment. Wir spielen Krankenschwester für einen Terroristen und gleichzeitig versuchen wir, Informationen aus ihm herauszuquetschen. Man glaubt ja immer, dass Terroristen nicht reden. Aber wenn man den richtigen Dreh findet, hat man manchmal eher das Problem, dass sie gar nicht aufhören zu quatschen. Meine Erfahrung. Die FBI-Methoden funktionierten. Der Agent zeigte Abu Zubaydah Fotos von führenden Al-Qaida-Verdächtigen. Und zu ihrer Verwunderung lieferte er ihnen die Kronjuwelen. Als ich ihm das Foto von Khajiit Mohammed zeigte, packte mich Zubaydah am Arm, als würde er sagen wollen, warte mal. Ich dachte erst, will er mich jetzt verschaukeln? Da sagte er, das ist Mokhtar. Das traf mich wie ein Blitz. Jeder sprach von Mokhtar, aber wir wussten nicht, wer dieser Mokhtar war. Zubaydah fragte Steven, woher wusstet ihr, dass Mokhtar der Drahtzieher des 11. September war? Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen. Zubaydah sollte in dem Glauben bleiben, dass wir schon alles wussten, was er gerade sagte. Dass wir alles über Mokhtars Rolle bei den Anschlägen vom 11. September wussten, was natürlich nicht stimmte.
Wir unterbrachen dann die Befragung und gingen hinaus. Mein Partner musste mich festhalten, weil ich dachte, ich kipp gleich um. Wir konnten nicht glauben, was da gerade passiert war. Mokhtar ist Khalid Mohammed? Er ist verantwortlich für den 11. September? Mein Gott, den hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Der CIA-Direktor in Washington war begeistert von dieser Information. Leider stammte sie vom FBI, denn seine eigenen Verhörspezialisten waren noch nicht eingetroffen. Einige Tage später hatte Special Agent Gordon eine weitere Chance, Zubeda ausführlich zu befragen. Er sagte, dass er zwei Leute zu Mokhtar geschickt habe. Ich wusste, dass das extrem wichtig war. Mokhtar schickte seine Leute ja nicht in die Kochschule oder zum Fußballspielen. Er schickte sie los, um irgendwo einen Massenmord zu begehen. Aber wer waren die Leute? Er nannte zwar keine Namen, aber er beschrieb sie uns einigermaßen genau. Einer von ihnen sei Amerikaner und der andere aus Großbritannien. Die CIA fand heraus, dass zwei Männer gerade versucht hatten, an Bord eines Flugzeugs in Pakistan zu kommen, und schickte dem FBI deren Fotos. Wir zeigten ihm die Fotos. Er war erschrocken und sagte, ja, das sind sie. Das sind die beiden Typen. Zubeda identifizierte die beiden Männer als José Padilla, einen Amerikaner, und einen Briten namens Binyam Mohammed. Im Mai 2002, kurz nach seiner Landung in Chicago, wurde der Amerikaner José Padilla verhaftet. Binyam Mohammed, ein 24-jähriger Äthiopier, der 8 Jahre in London gelebt hatte, wurde in Pakistan festgenommen, als er versuchte, das Land zu verlassen. Für Binyam Mohammed war das der Beginn einer 7 Jahre dauernden Tortur auf 3 Kontinenten. Er sagt, dass er in Pakistan an den Handgelenken aufgehängt und mit Lederriemen geschlagen wurde. Auch habe es Scheinhinrichtungen gegeben. Er behauptet, dass der MI5 von der Folter wusste. Sein Fall warf die Frage auf, inwieweit auch die britische Regierung eingeweiht war. General Pervez Musharraf war Präsident in Pakistan, als viele der Terrorverdächtigen verhört wurden. Er war im Kampf gegen Al-Qaida ein wichtiger Verbündeter des Westens. Wir haben es mit bösen Menschen zu tun und müssen Informationen über sie sammeln. Wenn wir dabei nicht entschieden vorgehen, bekommen wir auch keine Informationen. Also müssen wir den Verhörspezialisten der Geheimdienste gewisse Spielräume einräumen. Heiligt der Zweck die Mittel, wenn es darum geht, Informationen zu bekommen, etwa von Terrorverdächtigen, die nicht reden wollen? Bis zu einem gewissen Grade ja. Auch die USA waren entschlossen, der Bedrohung entgegenzutreten. 2002 richtet Amerika, das sich selbst als Leuchtturm der Freiheit und Demokratie bezeichnet, das Camp X-Ray auf seinem Marinestützpunkt in Kuba ein. Guantanamo Bay wurde absichtlich ausgewählt, da es außerhalb der US-Gerichtsbarkeit liegt. Häftlinge konnten hier auf unbestimmte Zeit ohne Gerichtsverfahren festgehalten werden. Und Präsident Bush verweigerte Al-Qaida-Verdächtigen und mutmaßlichen Taliban den Schutz durch die Genfer Konvention. Sie schützt Kriegsgefangene vor Misshandlungen und Folter. Die Bush-Regierung machte 50 Jahre Menschenrechte einfach ungeschehen. Diese humanitäre Infrastruktur entstand als Konsequenz des Zweiten Weltkrieges. Und genau die hat die Bush-Regierung einfach weggewischt. Die CIA und die militärischen Geheimdienste hatten die stille Erlaubnis, eine neue Generation von Verhörspezialisten auszubilden. Sie wendeten Techniken an, die die USA noch nie zuvor eingesetzt hatten. Psychologen sollten den Willen der widerspenstigen Terroristen brechen. Mit Kapuzen, Sinnesentzug, Nacktheit, physischer Gewalt und sogar Foltermethoden aus dem Mittelalter. Das Weiße Haus wollte Ergebnisse und die CIA musste sie beschaffen, egal wie. Im Geheimgefängnis übernahm die CIA die Verhöre von Abu Zubeda vom FBI. Sie wollte noch mehr wissen und setzte ihre sogenannten erweiterten Verhörmethoden ein, um ihn zu brechen.
Zunächst baute man ihm eine Isolationskiste. Sobald er körperlich gesund genug war, wurde er bei Eiseskälte nackt an einen Stuhl gebunden. Für 3 Wochen am Stück. Während dieser Zeit wurde er mit Schlafentzug gequält. Wann immer er einnickte, schütteten sie ihm Wasser ins Gesicht. Er litt noch immer an seinen schweren Verletzungen, als man ihn in die sogenannte Hundehütte sperrte. Er wurde dort stundenlang eingepfercht. Oft so lange, bis er ohnmächtig wurde. Es war absolut dunkel. Über die Kiste hatten sie Decken gelegt, sodass kaum Luft reinkam und es sehr heiß wurde. Ist das Folter? Meiner Meinung nach ja. Ich glaube, dass jeder, der darüber nachdenkt, das als Folter bezeichnen würde. In den USA bekam der verantwortliche FBI-Agent Pat DeMuro Wind von den Machenschaften der CIA. Er sah einen Konflikt zwischen den gewissenhaften und legalen Verhörmethoden seiner Leute und den Zwangsmaßnahmen der CIA. Sie sagten, dass sie die erweiterten Verhörmethoden anwenden wollten. Da befahl ich ihnen, nach Hause zu kommen und sagte, nehmt daran nicht teil und kehrt in die Vereinigten Staaten zurück. Das FBI kam zu dem Schluss, dass diese Verhörmethoden unvertretbar sind. Ich sagte meinem Direktor, irgendwann werden einige Leute vor dem Kongress aussagen müssen. Wenn ich dort sitze, möchte ich aufstehen und sagen können, dass das FBI nicht an diesen Aktionen teilgenommen hat. Davon unbeeindruckt verschärfte die CIA ihr sogenanntes Programm noch weiter. Sie wollte eine mittelalterliche Folter anwenden, die schon die spanische Inquisition und die Roten Khmer in Kambodscha genutzt hatten. Juristen der US-Regierung nannten Waterboarding ein legales Mittel, da der Schmerz nicht groß sei und nicht lange andauere. Die Bush-Regierung definierte den Begriff Folter einfach neu. Jedes Mal, wenn sie da durch mussten, mussten sie die Wassertropfen einatmen. Und sie wussten, dass die Leute, die ihnen das antaten, sie hassten. Sie hatten Todesangst. Das ist eine schreckliche Folter. Diese Misshandlungen werden ausführlich in frei zugänglichen FBI- und CIA-Berichten dargestellt. Der damalige CIA-Direktor will die Methoden dennoch nicht verurteilen. Wie viele Leute hat die CIA denn in den sogenannten Geheimgefängnissen festgehalten? Bis Januar 2009 weniger als 100. Das war ein sehr umsichtiges und zielgerichtetes Programm. Aber wenn Abu Subaida 83 Mal Waterboarding erleiden musste, ist das doch Folter, oder? Das passierte vor meiner Zeit. Aber Sie müssen doch eine Meinung dazu haben. Meine Meinung ist, dass ich keine Meinung habe. Ich richte nicht über die, die vor weitaus härteren Entscheidungen standen als ich. Ich bin den Leuten vor mir dankbar. Wenn Sie nicht solch heldenhafte Entscheidungen getroffen hätten, hätte ich sie fällen müssen. These difficult decisions may have been forced on me. Ein Jahr nach dem 11. September sprengten Selbstmordattentäter 2 Nachtclubs in Bali in die Luft. 202 Menschen starben in dem Inferno. Die meisten von ihnen junge Australier. Auch 6 Deutsche kamen ums Leben. Die westlichen Geheimdienste hatten ein weiteres Mal versagt. Die Selbstmordattentäter gehörten zum Al-Qaida-Netzwerk. Wieder einmal ging die Planung zurück auf Khalid Sheikh Mohammed und Al-Qaida. Angesichts dieser Gräueltaten ließ das US-Militär seine Muskeln spielen. Ende 2002 ermächtigte der damalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld das Militär, in Guantanamo seine eigenen brutalen Verhörtechniken anzuwenden. Rumsfeld fügte handschriftlich hinzu: Ich selbst stehe jeden Tag 8 bis 10 Stunden. Warum ist das Stehen auf 4 Stunden begrenzt? Und das Militär wurde weniger überwacht als die CIA. Man sagt ihnen, ihr handelt rein militärisch. Ihr könnt Hunde einsetzen, ihr könnt sie schlagen und was sonst noch alles. Damit ist die Büchse der Pandora geöffnet.
Jim Clementi gehörte zur Einheit für Verhaltensanalyse beim FBI. Er war nach Guantanamo geschickt worden, um Verhöre zu überwachen und die Soldaten zu beraten. Die Berichte eines weiblichen Offiziers schockierten ihn besonders. Sie hatte sich tatsächlich die Fernsehserie 24 angesehen, um sich dort Verhörmethoden abzuschauen. Die setzten sie dann in Guantanamo ein. Das war abscheulich. Unglaublich, dass jemand so etwas Bescheuertes macht. Das US-Militär hatte einen Hauptverdächtigen der Al-Qaida in Gewahrsam. Mohammed Al-Qahtani, bekannt als Gefangener 63, war kurz vor dem 11. September die Einreise nach Amerika verweigert worden. Man hielt ihn für den 20. Entführer. Der Plan für das Verhör des Gefangenen 63 war der erste, den ich zu lesen bekam. Ich war schockiert. Die Methoden waren von Anfang an aggressiv und einschüchternd. Und das war die Grundlage. Und sie schraubten das immer höher. Als ich das erste Mal mit ihm sprach, saß er in Isolationshaft und fing an zu halluzinieren. Er sprach mit Leuten, die nicht da waren und war zeitlich und räumlich völlig desorientiert. Al-Qahtani ist der einzige Fall, bei dem die US-Regierung offiziell Folter billigte. Eine Untersuchung des Generalinspekteurs des FBI beschreibt seine Qualen. Fesseln mit Hundeleine, Verharren in schmerzhaften Positionen, 20 Stunden Befragung, Entkleidung, Frauenunterwäsche über den Kopf ziehen. Zu solchen Dingen wurde man dort ermuntert. Aber die schlimmsten Folterungen geschahen weit weg von Guantanamo Bay. Per sogenannter außerordentlicher Auslieferung konnte ein Verdächtiger schnell und heimlich in ein anderes Land gebracht werden. Bei der CIA sagt man immer, wenn du gute Informationen brauchst, schick ihn nach Syrien. Wenn er verschwinden soll, nach Kairo. Und wenn sie nach Marokko gebracht wurden? Irgendwo bekommt man immer, was man will. Wenn man ein bisschen Folter will, Fingernägel rausziehen oder Zigaretten im Gesicht ausdrücken, dann ist das kein Problem. Wir haben sie nicht dorthin gebracht, damit sie misshandelt werden, sondern weil sie Bürger eben dieser Staaten waren oder weil deren Geheimdienste ein bestimmtes und berechtigtes Interesse an ihnen hatten. Auch kulturelle oder sprachliche Gründe mögen eine Rolle gespielt haben. Dort war es leichter, die Informationen zu bekommen. Ein britischer Staatsangehöriger behauptet, in Pakistan gefoltert und von der CIA heimlich in das Timara-Gefängnis nach Marokko geflogen worden zu sein. Es war Binyam Mohammed. Der Mann, der laut FBI auch Khalid Sheikh Mohammed, den Drahtzieher des 11. September, getroffen haben soll. Er sagt, dass die Marokkaner ihn geschlagen und seine Brust und seinen Penis mit einem Skalpell aufgeschnitten hätten. Geheimdokumente, die von einem britischen Gericht veröffentlicht wurden, legen nahe, dass Amerikaner dahinter steckten. Binyam Mohammed behauptet, dass er, nachdem die CIA ihn an marokkanische Verhörspezialisten übergeben hatte, schrecklich gefoltert wurde. Er sagt, dass die Marokkaner seinen Penis mit einer Rasierklinge aufgeschlitzt hätten. Ist das möglich? Ich glaube, ich muss wohl sagen, dass das möglich ist. Ob ich glaube, dass das wahr ist? Nein, und zwar aus gutem Grund. Leider kann ich das hier nicht öffentlich vertiefen, aber ich habe wirklich gute Gründe, das stark zu bezweifeln. Ihm wurde der Penis also nicht aufgeschlitzt? Er wurde nicht auf diese Art misshandelt. Wie können Sie da so sicher sein? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Frage ist doch letztlich, was hat er in Marokko gemacht? Sie haben ihm da sicherlich keinen Club Med-Urlaub spendiert. Er war dort, weil sie ihn foltern wollten. Und dann gestand er, dass es einen Nuklearanschlag auf New York City geben sollte. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Das ist genau das, was man zu hören bekommt, wenn man jemanden foltert. Man erfährt Dinge, die einen überhaupt nicht weiterbringen, sondern nur für Verwirrung sorgen. Nach 18-monatiger Schreckenshaft in Marokko flogen die Amerikaner Mohammed nach Afghanistan. Im sogenannten dunklen Gefängnis in Kabul wollte die CIA ihn weiter befragen. Er behauptet, dort bei absoluter Dunkelheit eingesperrt, 2 Tage am Stück aufgehängt und mit ohrenbetäubender Musik beschallt worden zu sein. Danach war er 4 Jahre in Guantanamo Bay.
Ich habe Dinjam Mohammed das erste Mal in Guantanamo Bay getroffen. Dort saß ich ihm 3 Tage an einem Tisch gegenüber und er beschrieb mir Dinge, die ich nur aus Horrorfilmen kannte. Am Ende ließen die USA alle Vorwürfe fallen. 2009 kam Benjamin Mohammed nach Großbritannien zurück. Er beschuldigt den britischen Geheimdienst, an der Folter beteiligt gewesen zu sein. Er sagte aus, dass er während seiner Haft in Pakistan von einem Offizier des MI5 besucht worden sei und dass der MI5 Fragen zum Verhör übermittelt habe. Später reiste derselbe MI5-Offizier 3-mal nach Marokko, während Mohammed dort verhört wurde. Ob ein Zusammenhang besteht, wissen wir nicht. Mittäterschaft bei Folter ist in Großbritannien strafbar. Aber die polizeilichen Ermittlungen in Mohammeds Fall führten nicht zu einer Anklage. The longer these questions remain unanswered, the bigger the stain on our reputation as a country that believes in freedom and fairness and human rights. 2010 erklärte sich die britische Regierung bereit, Benjamin Mohammed und anderen mutmaßlichen Folteropfern eine Entschädigung zu zahlen, ohne dabei jedoch irgendeine Verantwortlichkeit einzugestehen. Die Sache hinterließ einen unangenehmen Nachgeschmack. Aber andererseits war es richtig, das aus dem Weg zu schaffen, damit sich die Terrorismusbekämpfer wieder auf ihre Arbeit konzentrieren konnten, nämlich weitere Terrorangriffe zu verhindern. Die Regierung hat nun eine offizielle Ermittlung eingeleitet, um die Vorwürfe der Beteiligung an Folter zu untersuchen. Ich sage das ganz deutlich. Wir sind und waren nicht in Folter involviert. Und ich habe keine Zweifel, dass alle betreffenden Staaten, auch Pakistan und die USA, die britische Politik sehr genau kannten. Wir foltern nicht und fordern niemand anderen dazu auf. Die britische Regierung behauptet, sie habe Pakistan, vielleicht sogar ihnen direkt, gesagt, dass sie nicht will, dass der pakistanische Geheimdienst britische Bürger foltert. Erinnern Sie sich daran, dass die britische Regierung Ihnen das so gesagt hat? Nein, niemals. Daran kann ich mich nicht erinnern. Sie hat Ihnen nicht mitgeteilt, wir sind besorgt über die Behandlung britischer Staatsbürger in Pakistan. Bitte foltern Sie sie nicht. Nein. Nichts dergleichen? Definitiv nicht. Hätte es Sie überrascht, wenn das gesagt worden wäre? Vielleicht wollten Sie ja, dass wir weitermachten, egal was es war. Eine stillschweigende Billigung unserer Methoden. Musharraf hat mir gesagt, vielleicht wollten Sie ja, dass wir einfach weitermachten, egal was es war. Es gab eine stillschweigende Billigung all unserer Methoden. Das stimmt nicht. Es gab keine stillschweigende Billigung von Folter. Sie haben nicht beide Augen zugedrückt? Nein. Ist Großbritannien an Folter beteiligt? Nein. Ich denke, es geht hier um größere Fragen. Al-Qaida ist eine globale Bedrohung. Um ihr zu begegnen, müssen wir mit Geheimdiensten auf der ganzen Welt sprechen. Bei manchen dieser Kontakte müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber die Entscheidung, unter keinen Umständen mit, sagen wir, 50 Ländern zu reden, bedeutet, dass man nicht an die Informationen kommt, die man unbedingt braucht. Genau das ist das Dilemma. Die westlichen Geheimdienste müssen mit Pakistan zusammenarbeiten, weil dort die wichtigste Operationszentrale von Al-Qaida ist. Schließlich wurde auch Al-Qaidas Nummer 3, 1,5 Jahre nach dem 11. September, hier gefasst. Khalid Sheikh Mohammed, the man who masterminded the September the 11th attacks, is no longer a problem to the United States of America. Das war ein unglaublicher Erfolg. Ein Mann, der seit Jahren im Zentrum der Organisation stand, der sie inspiriert und geführt hatte. Er war nicht zu ersetzen. Khalid Sheikh Mohammed war maßgeblich an allen großen Al-Qaida-Anschlägen beteiligt. Er hatte dem amerikanischen Journalisten Daniel Pearl persönlich den Kopf abgeschnitten. Mit Hilfe der neuen Verhörmethoden wollte die CIA ihm Al-Qaidas Geheimnisse entlocken. Man hat es hier mit Leuten zu tun, die Menschen wie Ziegen oder Hühner abgeschlachtet haben, die einem Mann den Kopf abgeschnitten haben.
Und jetzt erwartet die Gesellschaft, dass wir mit ihnen zivilisiert umgehen werden. Solche ungewöhnlichen Umstände verlangen ungewöhnliche Maßnahmen. Die CIA brachte Khalid Sheikh Mohammed von Pakistan in ein Geheimgefängnis, wahrscheinlich in Polen. Sie wollten ihn brechen und gingen dabei weiter als je zuvor. Er musste bis zu 3 Tage am Stück stehen, durfte 7 Tage lang nicht schlafen. Er wurde geschlagen, musste Windeln tragen und wurde in eine Hundehütte gesperrt. Mehr als irgendjemand vor ihm wurde er exzessivem Waterboarding ausgesetzt. 183 Mal im März 2003. Dadurch haben wir Informationen bekommen, die Leben gerettet haben. Ich kenne diese Argumente, dass Folter niemals funktioniert. Die sagen dann alles, nur damit es aufhört. Aber die Realität ist, es hat funktioniert. Welche Informationen waren das, die Khalid Sheikh Mohammed nach 183 Mal Waterboarding preisgab? Das war eine Schatzkiste voller operativer Details. Nennen Sie mir Beispiele. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Ist Waterboarding Folter? Ja. Ohne jeden Zweifel? Ja. Seit wann wussten Sie, dass Khalid Sheikh Mohammed 183 Mal dem Waterboarding ausgesetzt wurde? Davon erfuhr ich erst, nachdem ich den MI5 verlassen hatte. Es war zwar schon vorher bekannt, dass er Waterboarding durchmachen musste, aber ich hatte keine Ahnung von dem Ausmaß. Und Ihre Reaktion? Schock. Waren Sie überrascht? Zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Aber ich war überrascht, dass die Amerikaner das angemessen fanden. Ich glaube, das hat auch viele Amerikaner überrascht. Aber was brachte diese Folter wirklich? Khalid Sheikh Mohammed soll eine Vielzahl möglicher Pläne preisgegeben haben. Einen Sprengstoffanschlag auf die Brooklyn Bridge in New York. Flugzeugabstürze auf Londoner Bürogebäude oder dem Flughafen Heathrow. Aber waren diese Pläne real? Khalid Sheikh Mohammed hat so ziemlich alles zugegeben, was man sich nur vorstellen kann. Ein FBI-Verhörspezialist sagte mir, dass vielleicht 10% von dem, was er gestand, hätte umgesetzt werden können. Auf sein Geheiß hin oder das von Al-Qaida. Haben Sie diese Informationen zu Gesicht bekommen? Ja. Die Menschen wollen Schlagzeilen. Hat er etwas gesagt, womit wir Anschläge in Canary Wharf in London oder Heathrow verhindern konnten? Sie müssen das verstehen. Hat er das? Durch seine Informationen konnten wir die Pläne durchkreuzen, klar. Gibt es einen Fall, in dem seine Folter erwiesenermaßen das Leben Unschuldiger gerettet hat? Während seiner Verhöre gab Khalid Sheikh Mohammed der CIA den Namen eines konvertierten Hindu. Als er schließlich gefasst wurde, stellte sich heraus, dass er Dhiren Barot aus Großbritannien war. Ich glaube, Dhiren Barot war wahrscheinlich einer der aktivsten und gefährlichsten Terroristen der letzten Jahre. Er wurde in verschiedenen Teilen der Welt ausgebildet und hatte enge Verbindungen zur Führungsebene von Al-Qaida. Schon vor dem 11. September kundschaftete Barot mögliche Ziele aus und filmte Zentren des US-Finanzwesens, darunter auch die New Yorker Börse. Barots Berichte enthalten erschreckende Details. Er beschreibt ein Gebäude als Glashaus, dessen Fenster sich beim Einsturz in messerscharfe Glassplitter verwandeln würden. Er hatte in New York verschiedenste Ziele ausgespäht, und zwar mit bemerkenswerter Perfektion. Das zeigte uns, dass Al-Qaida immer noch Anschläge auf dieselbe Stadt plante, die sie schon am 11. September angegriffen hatte. Dhiren Barot stand in engem Kontakt zur Al-Qaida-Führung, Khalid Sheikh Mohammed eingeschlossen. Er plante eine Reihe von Anschlägen in Großbritannien. Er wollte eine mit Sprengstoff gefüllte Limousine in eine Tiefgarage fahren und dort eine sogenannte schmutzige Atombombe zünden. Das war Gewalt in ihrer perversesten Form.
Er spielte sogar mit dem Gedanken, eine Bombe in der U-Bahn unter der Themse zu zünden, um den Tunnel zu fluten und jeden dort ertrinken zu lassen. Barrott gestand das Mordkomplott und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Wie sind Sie auf Tyrone Barrott gekommen? Durch Geheimdienstinformationen. Kamen diese Informationen nicht durch die Verhöre von Khalid Sheikh Mohammed? Zum Teil. Einige Informationen stammten daher, aber nicht alle. Aber zeigen die Erkenntnisse über Barrott, dass Folter funktioniert? Es wäre absurd zu sagen, dass Folter niemals Ergebnisse bringen würde. Natürlich tut sie das. Ich könnte sie jetzt foltern und ganz schnell ihren Namen erfahren. Aber es stellt sich die Frage, macht Folter die Welt sicherer? Oder führt sie dazu, dass andere uns für Heuchler halten, mit unseren Konzepten von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, und uns noch mehr hassen? Blickt man auf die letzten 10 Jahre zurück, dann kann man nicht sagen, dass Guantanamo Bay und Folterungen die Welt sicherer gemacht haben. Diese Position ist unhaltbar. Die Informationen, die man durch Folter erlangt, sind oft unbrauchbar. Aber sie können auch Leben retten. So politisch unkorrekt es klingt und so unmoralisch es ist. Ist Folter also gerechtfertigt? In einer demokratischen Gesellschaft muss die Antwort lauten, nein. Und die Folter birgt eine weitere Gefahr. Als ihre Anwendung im Geheimkrieg gegen den Terror bekannt wurde, war das ein Propagandasieg für Al-Qaida. Denn neben dem geheimen Krieg gab es einen sehr öffentlichen Kampf um die Herzen und die Meinungsbildung. In genau dem Monat, als man Khalid Sheikh Mohammed mit Waterboarding folterte, wurde dieser Kampf sehr ernst. Die Invasion des Irak, einem muslimischen Staat, versetzte islamische Gemeinschaften auf der ganzen Welt in Aufruhr. In London warnte das gemeinsame Nachrichtendienstkomitee Premierminister Tony Blair vor der steigenden Gefahr einer Radikalisierung. Die Tendenzen zur Radikalisierung beunruhigten uns immer mehr. Nachdem unser Engagement im Irak feststand, wurde uns immer mehr bewusst, dass eine Anzahl junger britischer Bürger die Ideologie von Al-Qaida unterstützte und bereit war, aktiv zu werden. Mit dem Beginn des Irakkriegs stellten wir diese zunehmende Radikalisierung fest. Hatten Sie das vorhergesehen? Nicht in diesem Ausmaß. Wir nahmen an, dass es so etwas geben würde, aber nicht in diesen Dimensionen. Die prägenden Bilder des Irakkriegs sind für viele diese hier. US-Soldaten, die irakische Gefangene im Gefängnis Abu Ghraib misshandeln. So gut wie keiner hatte etwas mit Al-Qaida zu tun. Schon bald wurde das ganze Programm, die geheimen Urteile, Verhöre und Geheimgefängnisse publik. Abu Ghraib. Die Videos und Fotos von Abu Ghraib haben denen viel Zulauf beschert. Das war feinste Propaganda für Al-Qaida, vollkommen klar. I agree. Kommen wir jetzt zum Problem der CIA. Anders als auf beiden Seiten des Atlantiks in Bezug auf die Haft- und Verhörmethoden immer gesagt wurde, ich kenne keinen Fall aus meiner Regierungszeit, und glauben Sie mir, ich habe mich lange damit beschäftigt, in der das Haft- oder Verhörprogramm der CIA zu einem Rekrutierungswerkzeug von Al-Qaida geworden wäre. Hat die Folter Al-Qaida in die Hände gespielt? Ja. Für sie ist das ein Propagandakuh, sagen zu können, dass der Westen mit seinen viel zitierten Prinzipien diese Methoden anwendet. Und das schadet dem Westen? Ich denke ja. Der von Al-Qaida befeuerte Terrorismus griff nach Europa über und der Irakkrieg wurde dafür verantwortlich gemacht. Mehrere Bomben explodierten in 4 Nahverkehrszügen in Madrid. 191 Menschen starben, über 1800 wurden verletzt. In ihrem Bekennervideo erklärten die Attentäter, dass sie Spanien angegriffen hätten, weil es Soldaten in den Irak geschickt habe. In England berichtete der Geheimdienst MI5, dass er von einer wahren Flut terroristischer Anschlagspläne überrollt werde.
Die größte Überwachungsoperation, Codename Crevis, näherte sich ihrem Höhepunkt. Nur 4 Tage vor den Anschlägen in Madrid filmte der britische Geheimdienst heimlich einen Verdächtigen. In einem Versteck überprüfte er Düngemittel zum Bau einer großen Bombe. Er war der Anführer einer englischen Terrorzelle, die in Pakistan ausgebildet worden war. Auch in diesem Fall hatte der Irak bei der Radikalisierung der Verdächtigen eine Rolle gespielt. Das war das erste Mal, dass wir es mit einer großen Gruppe junger Briten zu tun hatten. Sie wollten eine große Bombe bauen und sie in England hochgehen lassen. In und um London wurden 5 Mitglieder der Terrorzelle verhaftet, die einen Nachtclub und ein Einkaufszentrum in die Luft sprengen wollten. Sie wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Crevis war der erste Fall, der vor Gericht und damit an die Öffentlichkeit kam. Aber zur gleichen Zeit gab es Dutzende andere oder mehr, die uns ernste Sorgen machten. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Da passierte weitaus mehr. Polizei und MI5 glaubten, gute Fortschritte zu machen. Sie hatten eine Fülle von Informationen gesammelt, die alle gesichtet, analysiert, aussortiert und weiterverfolgt werden mussten. Aber Terroristen reicht ein erfolgreicher Versuch. Black. Schwarz. Literally. Genau so. Mit einem Fingerschnips. Und ich dachte, ich bin tot. Das ist mein Tod. We have 6 smoke coming from the tunnel. We have to clear now Russell Square. Es war der schlimmste Terroranschlag in Großbritannien. In London sprengten sich britische Selbstmordattentäter in 3 U-Bahnen und einem Doppeldeckerbus in die Luft. 52 Menschen starben an diesem 7. Juli 2005. Über 700 weitere wurden verletzt. Tief unter der Erde kämpfte Jill Hicks um ihr Leben. Ich konnte nicht atmen. Ich hörte schwache Schreie von Ferne. Ich sah nach unten. Meine Fußknöchel hingen an dem, was von den Beinen noch übrig geblieben war. Man betrachtet seine Verstümmelungen und denkt, das ergibt keinen Sinn. Als ich mich meinem rechten Bein zuwandte, verschwand meine Hand in meinem Bein. Da dachte ich, das sieht wirklich schlimm aus. Jill wurde ohnmächtig und war kurz davor, ein weiteres Todesopfer dieses Blutbads zu werden. Ihre Retter hatten keine Ahnung, wer sie war. An diesem Morgen hatte ich keine Identität. Ich wurde einfach bezeichnet als unbekannte Person, wahrscheinlich weiblich. Wieder waren die Terroristen junge britische Muslime. Und wieder war ihr Hass durch die Kriege in Irak und Afghanistan entfacht worden. Und durch die Misshandlungen im geheimen Krieg gegen den Terror. Sie waren keine Kinder von Al-Qaida, sondern sie wurden in diese Revolution hineingezogen. Das zeigte, dass sich die Revolution ausbreitete und all das noch lange so weitergehen würde. Erst als ich an dem Abend spät nach Hause kam, setzte der Schock bei mir ein. Das war eine schreckliche menschliche Tragödie. Meine Reaktion darauf war ein Gefühl einer großen Niederlage und Enttäuschung, dass das passiert ist. Ich dachte auch, dass man wahrscheinlich uns die Schuld dafür geben würde. So war es dann auch. Nach dem 11. September standen die Sicherheitsdienste vor ungekannten Herausforderungen. Weitere Terrorangriffe mussten unbedingt verhindert werden. Das führte dazu, dass die Amerikaner auf Entführungen und Folter zurückgriffen und die Briten zu Mittätern wurden. Eine neue Generation von Terroristen wurde radikalisiert. Die Anschläge vom 7. Juli sind heute Zeugnis davon, wie schwierig es ist, den Terrorismus zu bekämpfen. Sie können die Sicherheit nicht garantieren. Egal, wie viel Mittel Sie haben oder wie klug Sie sich anstellen. Egal, wie intensiv Sie mit anderen zusammenarbeiten. Es ist eine Illusion zu glauben, den Terrorismus komplett ausrotten zu können. In der nächsten Folge tragen die Amerikaner den geheimen Krieg in das Mutterland der Terroristen.
Aber Al-Qaida erweist sich als zäher Gegner. Look, this is for you. It's not watch. It's detonator. Sind wir dem Sieg in irgendeiner Form näher gekommen?